Hallo vom Wasser zu einem neuen Video von uns. Heute nehme ich euch mit zum Angeln mit der Kopfrute. Wir sind hier am Vereinsgewässer und wollen heute mit der Kopfrute auf Karpfen angeln. Die Fische sind hier meistens so zwischen 3 und 5 Kilogramm schwer. Das heißt, es ist schon eine gewisse Herausforderung, die Fische mit der Kopfrute dann auch rauszubekommen. Und ja, ich zeige euch dann, wie ich vorgehe beim Füttern, welche Montagen ich verwende, was für Haken. Ein paar Tipps vielleicht dann zum Drillen noch, wenn es soweit ist. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Video. Ich habe meinen Platz soweit jetzt schon mal aufgebaut und habe jetzt hier heute zwei Kits aufgebaut. Ist jetzt hier gerade ein Cray Kit, mit dem werde ich auch am Ufer neben angeln. Da ist es oft hilfreich, gerade wir haben jetzt Mitte März, das Wasser ist noch recht klar. Sehen die Fische teilweise dann auch den Schatten von der Rute. Da ist oft so ein helles Kit von Vorteil. Deshalb habe ich für die Uferangelei ein helles Kit aufgebaut. Und einen Platz werden wir auf 13 Meter geradeaus machen. Da habe ich ein ganz normales dunkles Kit vorbereitet. Ich bin jetzt gerade noch am Montagenbinden. Hier haben wir so eine Wassertiefe von ungefähr 1,70, 1,80 tief. Fische jetzt heute mit einer 0,4 Gramm Pose. Tu die jetzt gerade noch ausbleien. Als Hauptschnur habe ich eine 0,20er Power Micron verwendet. Bin jetzt gerade noch am Feintarieren und zeige euch dann später auch noch mal während dem Angeln ein bisschen was über die Bebleiung, wie ich die verwende. Mache jetzt die zwei Montagen fertig und dann geht's zum Ausloten, da nehme ich euch dann auch wieder mit. So, die Montagen habe ich jetzt gerade fertig ausgebleit, schon mal einen Haken dran gemacht. Bevor wir jetzt zum Ausloten kommen, mache ich noch kurz mein Futter an. Das muss immer ein bisschen durchziehen, bevor wir es dann durch Sieb noch mal jagen können in ein paar Minuten und dann das fertig ist zum Angeln. Das sind so meine Hauptköder, meine Hauptfutter, die ich heute benutze. Guter alter Dosenmais, das ist immer ein sehr guter Köder für Karpfen, egal zu welcher Jahreszeit. Den werden wir dann vor allem im Tosspot punktgenau draußen auf unserem Futterplatz füttern. Zeige ich euch dann später. Dazu nehmen wir dann zusätzlich noch 6 mm Pellets. Ist auch für große Karpfen ein sehr guter Köder. Und auf dem seitlichen Platz am Ufer verwende ich auch Futter. Draußen lasse ich das Futter erstmal weg, weil hier es auch mal vorkommen kann, dass viele Kleinfische unterwegs sind, Rotfedern, Rotaugen. Und die sind dann ein bisschen störend, weil die essen auch gerne mal Maiskorn. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass wir vielleicht viele Fehlbisse von kleinen Fischen bekommen. Deshalb möchte ich den Platz draußen ein bisschen ruhiger halten und mache jetzt das Futter recht nass an und fütter das dann auf der Marginbahn. Ich habe jetzt hier den Match Method Mix Dark dabei. Wundern sich auch immer viele, ist ja eigentlich ein Futter fürs Method Feedern, wieso angepriesen wird, ist aber trotzdem ein sehr gutes Futter auch auf der Kopfrute, gerade für die Angelei neben am Ufer, wo man ein recht schweres Futter braucht, dass man nicht so viel Futter aufgewirbelt wird, wenn die großen Fische auf dem Platz sind mit ihren Flossen. Deshalb nehme ich den Mix, mache den quasi ein Teil Futter, ungefähr ein Drittel Teil Wasser an, mische es durch, lasse es mal ordentlich durchziehen und dann jagen wir das in so 15-20 Minuten, wenn wir ausgelotet haben, einmal kurz durch Sieb. So, ich habe jetzt mal die Tiefe irgendwie ungefähr eingestellt, habe jetzt erstmal rausgeschoben. Und man sieht jetzt, natürlich ist jetzt zum einen meine Schnur noch viel zu lang zwischen Pose und Spitze von der Kopfrute und zum anderen sind wir jetzt noch zu tief, also die Pose ist noch zu tief eingestellt. Da schauen ja jetzt noch circa bestimmt 20 cm bis zur Spitze raus. Das heißt, ich mache jetzt erstmal ungefähr die Tiefe korrekt. Also ich tue jetzt einmal abstecken und jetzt ziehen wir die Pose mal ungefähr 20 cm nach unten. Und ja, das Ausloten ist auf jeden Fall sehr wichtig, wird von vielen auch teilweise unterschätzt.
Weil wenn man mit dem Köder nicht korrekt am Gewässerboden ist, zum Beispiel der schwebt irgendwo in der Luft oder liegt nicht gut auf Karpfennetz zum Beispiel, dann kann es durchaus sein, dass man deshalb definitiv deutlich weniger, wenn überhaupt gar keine Bisse bekommt, obwohl die Fische am Platz sind. So, da seht ihr jetzt quasi, jetzt bin ich ungefähr ein bisschen tiefer wie die Unterkante von der Pose. Das heißt, aktuell wird jetzt mein Vorfach so 4-5 cm aufliegen. Ist jetzt für Karpfen eigentlich ganz praktisch. Normalerweise lote ich immer auf Unterkante vom Posenkörper aus und von da aus mache ich dann meine ganzen Bewegungen während dem Angeln. Das heißt, ich habe immer irgendwo einen Fixpunkt, markiere mir den dann entweder an der Rute oder durch ein Schrotblei, durch ein kleines, direkt unterhalb vom Kiel. Und während dem Angeln kann ich dann eben variieren und weiß aber immer, wo meine Ausgangstiefe war. Das heißt, wenn ich jetzt mal tiefer stelle, dann sehe ich genau, wie viel Tiefe habe ich gestellt. Oder wenn ich jetzt einen Fisch gedrillt habe und der geht irgendwo in Hindernis, verschiebt meine Pose, dann sehe ich auch wieder, passt die Tiefe noch oder muss ich die wieder justieren. Auch noch ein Tipp, wenn man jetzt hier auslotet, immer ein möglichst schweres Lotblei benutzen und es dann auch ruhig mal vom gewissen Abstand in den Boden fallen lassen. Das heißt, jetzt einmal schnell die Spitze nach unten. So, und wenn ich jetzt hochziehe, dann sehe ich zum Beispiel, ob ich einen harten oder einen schlammigen Boden habe. Das sieht man jetzt oben am Connector, wenn man auf die Spitze schaut, kommt jetzt erstmal ein Stück der Gummizug raus. Das heißt, jetzt steckt mein Lotblei im Schlamm eigentlich drin und dann sieht man gleich, zack, jetzt kommt es raus. Also da kann man auch immer ein bisschen sehen, wie ist mein Untergrund. Einmal schnell reinfallen lassen. Und wenn ich jetzt ziehe, dann sieht man schon, wie sich die Spannung aufbaut. Normalerweise würde das Lotblei jetzt schon hochkommen. Und jetzt macht es gleich irgendwann einen Ruck. Zack, jetzt kommt es raus aus dem Schlamm. Also man sieht, ich habe hier auf jeden Fall bestimmt 5, wahrscheinlich mehr Zentimeter Schlamm auf dem Boden. Ist auch immer ganz interessant. Man kann dann immer mal noch ein bisschen rumschauen, rechts, links, weiter draußen, weiter drin, ob es irgendwo besser wird. Manchmal findet man dann auch zum Beispiel Stellen, die Häde auf dem Boden sind. Die sind tendenziell besser, um weniger Fehlbisse zu haben, weniger Schnurschwimmer, Leine, weil die Fische einfach den Köder besser finden. Also hier an dem See ist es eigentlich leider überall so. Deshalb, ich hatte vorher schon geschaut, da findet man jetzt keine bessere Stelle. Merke mir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite immer einen markanten Punkt. Auf die Stelle ist dann auch Angel. Ist auch wichtig dann beim Füttern, dass man den Platz möglichst klein hält. So, ich habe jetzt die Pose quasi so ausgelotet, dass sie genau bündig hier mit dem unteren Körper ist. Ausgebleit habe ich ungefähr bis zur Mitte von der Antenne. Das heißt, ich habe aktuell so ungefähr 2 cm auf dem Boden liegen. Weniger würde ich jetzt auf Karpfen sowieso nicht fischen, weil der Karpfen frisst eigentlich sehr gerne vom Boden oder vom Grund. Wir werden dann sogar noch ein bisschen mehr auflegen, den Köder, dass er wirklich schön ruhig auf dem Boden liegt. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier ein ganz kleines Schrot, das ist ein Nummer 12 Schrot. Ich halte es mal hier so an die Rute, dann sieht man es. Zur Feinjustierung genommen und habe das genau nach dem Ausloten unterhalb von meiner Pose platziert. Das heißt, ich zeige es noch mal kurz, ich schiebe die noch mal zurück bis zu dem Schrotblei. So. Und wenn ich jetzt während dem Angeln zum Beispiel tiefer stelle und da sehe ich genau, wie viel habe ich von meiner Ausgangsposition tiefer gestellt. Also ich habe hier immer einen Referenzpunkt. Ist sehr praktisch, um einfach auf Dauer zu wissen, wo genau ich angle. Wenn ich jetzt natürlich zum Beispiel auf Rotaugen angle vielleicht auch mal im Halbwasser oder Mittelwasser, dann ist es immer nicht so praktisch, weil manchmal muss ich ja dann auch flacher schieben. Dann mache ich mir meistens hier eine Markierung an die Rute. Entweder mit einem kleinen Stift über ein Edding oder sowas ähnliches. Und was jetzt noch wichtig ist am Ende, dass man dann nicht zu viel Platz zwischen Rutenspitze, zu viel Schnur zwischen Pose und Rutenspitze hat, die Montage einkürzen. Also im Prinzip mache ich es meistens so, ungefähr wie tief ich maximal angel, plus so 20, 25 cm Schnur. Dann habe ich immer möglichst wenig Schnur lose zwischen Pose und Spitze. Und wenn jetzt der Biss kommt, brauche ich nicht irgendwie 1 Meter die Spitze heben, bis ich überhaupt den Haken setze, sondern bin da recht zügig am Fisch dran.
was sehr hilfreich ist, um weniger Fehlbisse zu haben. Wenn jetzt sehr starker Wind ist zum Beispiel, dann muss man das Ganze vielleicht auch ein bisschen länger lassen. Aber in der Regel angel ich so mit 20, 25 cm. Das ist so ein gutes Maß, wo man sehr guten Kontakt zum Schwimmer hat. Und eigentlich ja, sehr gut ist, um wenig Fehlbisse zu haben. So, Futter habe ich jetzt nochmal durchgesiebt. Die Montagen sind ausgebleit und ausgelotet. Ich habe jetzt hier unseren Tosport montiert, jeweils einen. Und habe ein Cupping-Kit fertig gemacht. Mit dem Cupping-Kit füttere ich gleich an der Seite neben mit Futter. Und das Tosport verwende ich, um Maiskörner und 6 mm Pellets draußen auf meiner 13-Meter-Bahn zu füttern. Das mache ich jetzt einmal und dann zeige ich euch noch einen kurzen Tipp dazu. Ich mache da jetzt gerade mal 8, 9, 10 Pellets und 10 Maiskörner rein zu Beginn. Und das Ganze wird jetzt einmal rausgeschoben. Und jetzt gerade zu Beginn, um die Fische ein bisschen zu locken, gibt es dann noch einen kleinen Tipp. Muss man immer ein bisschen vorsichtig rausschieben, dass man nicht so viel verliert. Und jetzt könnte man entweder quasi den Tosport aufs Wasser aufsetzen und einfach nur umdrehen. So kann man ganz leise füttern und punktgenau. Oder aber jetzt am Anfang zum Locken hebe ich die Rute hoch und lasse, sag ich mal, bewusst die Körner so von 1,5 Metern reinplumpsen. Tut da so ein bisschen auf die Rute hinten hauen, dass die Körner rausfallen. Und dann hört der Fisch unter Wasser das ein bisschen besser, das Geräusch von den einfallenden Ködern. Das machen wir jetzt zweimal, um die Fische ein bisschen auf den Platz aufmerksam zu machen. Und dann machen wir noch zwei Pole Cups mit Futter. Da zeige ich euch dann auch gleich nochmal, was wir da reinmachen. So, an der Uferlinie habe ich jetzt so ein bisschen Platz gelassen. Wir haben noch recht kaltes Wasser. Wir haben Mitte März, so 3-4 Meter weg vom Ufer. Da haben wir noch ein bisschen Wassertiefe. Etwas flacher als draußen, aber immer noch genug Tiefe für die aktuelle Jahreszeit. Habe das Futter, wie vorhin gezeigt, recht nass angemacht. Hier neben fütter ich jetzt so einen Ballen, so leicht gedrückt. Das Futter ist sehr schwer jetzt durch die viele Feuchtigkeit. Also ich brauche da jetzt keinen starken Ballen machen. Drück den nur so leicht hier rein. Und dass der Fisch auch ein paar Köder findet, mache ich jetzt noch so wirklich nur ein paar, 3, 4, 5 Maiskörner, 3, 4, 6 mm Pellets dazu, fütter da zwei Poolcups hier neben und dann müssen wir erstmal ein bisschen warten, wo die Fische kommen. Oft verraten sie sich ein bisschen durch Blubberblasen, dass man sieht, die gründeln. Das wird dann der Angeltag zeigen, wo die Fische aktiv sind oder ob sie überhaupt beißen. Wir haben jetzt alles angefüttert und jetzt fangen wir mal draußen auf der langen Bahn an. Am Ufer dauert es meistens ein bisschen länger, bis die Fische kommen. Deshalb habe ich jetzt hier mal einen normalen klassischen Haken dran. Ich habe ein Kit aufgebaut mit einem normalen Haken und ein Kit mit einem Baitband. Mit dem kann ich dann später auch mal ein 6 oder 8 mm Pellet am Haar fischen. Fange jetzt erstmal klassisch an mit dem Maiskorn. Können dann auch vielleicht mal noch einen Wurm probieren, ist auch oft ein guter Köder für Karpfen. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Maiskorn. Habe jetzt noch mal 3, 4 Maiskörner oben in meinen Tosport gepackt. Und schau mal, wie lange es dauert. Was ein schöner Start, also ein riesen Schuppi hier direkt zu Beginn. Was ein toller Fisch.
Wahnsinn. Ja, ich denke, man sieht es mir auch an. Also super glücklich, ein riesen, also richtig schöner Schuppenkarpfen auf die Kopfrute gerade gefangen. Gleich der erste, richtig schöner Fisch. Ja, er hat zum Glück, weil das Wasser noch kalt war, noch nicht ganz so viel Energie und Kraft wie im Sommer, weil sonst wäre es natürlich ein bisschen schwieriger geworden vom Drill. Aber das Material hat gehalten, der Fisch war doch recht zügig im Netz. Zum Glück ja, habe ich heute den großen Karpfenkescher dran gemacht, sonst hätte er gar nicht reingepasst. Und ich sehe, es ist noch am Blubbern, also es ist anscheinend noch mindestens ein Fisch am Platz. Deshalb habe ich direkt wieder Maiskorn beködert und los geht's zum nächsten. So, jetzt lassen wir, gerade eben habe ich quasi das Futter abgekippt mit dem Tossboard und jetzt setzen wir genau oben drauf unseren Köder. Man hat es gesehen, da waren gerade zwei, drei Blasen hochgekommen, also ist auf jeden Fall noch ein Fisch am Platz. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir vielleicht noch so einen schönen Fisch fangen. Das dauert nicht mehr lang jetzt. Dann geht er wieder unter. So, der zweite Fisch haben wir jetzt im Drill, das ist ein kleinerer Schuppi, ich denke mal so, ja, 2,5 Kilo. Ist noch nicht ganz müde, aber ich denke gleich haben wir ihn im Netz. Den Fisch an, also boah, das ist glaube ich einer der größten, den ich auf der Kopfrute gefangen habe bisher. Ein riesen Bauch, auch gut genährt. Toller Fisch, was dicke Flossen. Wahnsinn, was ein Frühlingstag. So, was ich noch euch ja sagen wollte, war ein bisschen was zur Bebleiung. Das heißt, wo schiebe ich meine Bleie dann eigentlich auf der Montage hin? Also auf Karpfen angel ich eigentlich sehr gerne unten mindestens eins, meistens sogar zwei Nummer 8er Bissanzeiger Schrote. Die habe ich jetzt hier quasi oberhalb vom Vorfach direkt. Das sind meine Schrote, die dann quasi beim Biss als erstes mir anzeigen. Ich hab quasi einen Biss. Und den Rest von der Bebleiung habe ich immer so ungefähr quasi drei Viertel zwischen den Bissanzeigeschroten und der Pose. Also dass recht zügig das Ganze nach unten kommt. Gerade wenn ich jetzt auf dem Boden angel mit den Ködern und dann kommen meine Bissanzeigerschrote und anschließend Vorfach mit Köder. Im Sommer kann das natürlich mal ein bisschen variieren. Wenn jetzt die Fische im Absinken beißen, dann ist es teilweise sinnvoller, die Bebleiung zu verschieben, dass die quasi einmal komplett über die Länge verteilt ist. Wenn die Fische im Absinken beißen, wohlgemerkt. Das ist jetzt nicht ganz so oft der Fall, eher dann im Sommer. Wenn regelmäßig auch gefüttert wird. Aber jetzt aktuell, so wie wir heute angeln, macht es mehr Sinn, das Ganze kompakt auf den Boden zu bekommen. Was ich dann mal noch sagen wollte, auch noch zum Gummizug. Also ich habe jetzt hier unseren 2 mm Slickgummi drin, das heißt 2,0 mm Durchmesser hat er, das ist der gelbe. Und das ist für mich eigentlich schon der beste Allround-Gummizug fürs Karpfenangeln. Da kann ich Fische von kleinen Fischen 500 Gramm fangen, genauso wie große Fische bis zu 10 Kilo, sage ich jetzt mal. Der hat eine sehr gute Vorspannung, also der ist nicht zu weich. Und
hat aber trotzdem doch ein gutes Rückgrat. Das heißt, ich kann auch einen Fisch mal, wenn ich dagegen halte, ein bisschen vom Hindernis zum Beispiel weghalten. Zusätzlich habt ihr vielleicht auch schon am Video gesehen, ich habe hier immer am Ende so 30 cm Gummizug raushängen, neben an der Seite von der Kopfhude. Das sieht natürlich jetzt nicht so elegant aus, hat aber einen großen Vorteil. Wenn ich jetzt, ich habe jetzt quasi den Gummizug eingezogen, habe den normal vorgespannt, habe da seitlich ist ja unser Side-Puller-Kit, das heißt an der Seite kommt mein Gummizug wieder raus, da kommt dann eine Perle drauf und die hält schon generell erstmal auf dem Gummizug. Jetzt habe ich den Gummizug vorgespannt, dass er leichte Spannung hat und den Rest des Gummis habe ich nicht abgeschnitten, sondern habe einfach am Ende einen großen Knoten reingemacht. Und wenn ich jetzt im Drill bin, das heißt, ich habe jetzt einen großen Fisch an der Angel und der zieht stark, dann ist der Vorteil, dass wenn der jetzt den Gummizug dünner zieht, weil er richtig stark dran zieht, rutscht der Gummizug nach bis zu meinem Knoten. Das heißt, der Gummi verlängert sich automatisch im Drill, was mir dann einfach hilft, weniger Fischverluste zu haben, weil ich einfach zusätzlich noch mal 1-2 Meter dem Fisch Puffer gebe, weil diese 30-40 Zentimeter, die dehnen sich dann auf 1,5-2 Meter und somit habe ich einfach mehr Puffer, weniger Druck auf dem Haken, sodass der Verlust durch Ausschlitzen oder durch Vorfachriss einfach verringert wird. So, ich habe jetzt gerade gesehen, es hat ein bisschen länger gedauert. Hier neben auf meinem Platz sind jetzt ein paar Blasen gekommen, müssen wir uns jetzt natürlich ein bisschen leiser verhalten. Das ist ganz neben am Ufer. Ich muss einmal kurz die Tiefe noch ein bisschen anpassen, weil da war es ein bisschen flacher. Und dann nehme ich jetzt das Grey Kit, dass ich den Fisch auch nicht erschrecke, wenn ich oben drüber gehe. Probiere da jetzt einfach mal mit 2 Maiskörnern, also am Ufer ist es oft gut, einen recht großen Köder zu nutzen, dass sie den schneller finden. Dann mache ich jetzt mal schnell 2 Maiskörner dran. Versuche mal, ob wir da einen Fisch bekommen. So, da ist er jetzt schon. Der war direkt beim Einsetzen. Haben wir schon kurze Bewegung gehabt am Schwimmer und jetzt habe ich noch mal so kurz an die Kante gezogen, wo auch das Futter liegt. Und ist auch ein Spiegelkarpfen, so wie es aussieht. Also es hat geklappt. Jetzt gucken wir mal, dass wir den zügig vom Platz wegbekommen, dass wir dann vielleicht sogar noch einen da fangen können. Ja, da hat sich ja die Taktik doch gelohnt. Also es hat lange gedauert, also bestimmt 2,5 Stunden, wo da jetzt gar keine Bewegung war. Und jetzt hat gerade eben der Ricardo gesagt, schau mal, da kommen doch Blasen hoch. Und so war es auch. Also es hat gar nicht lange gedauert. Das ist ein schöner Spiegelkarpfen, der da direkt am Ufer neben gefressen hat. Oh, ja, rein mit dir. So, da haben wir ja wirklich noch mal Glück gehabt. Am Abschluss, kurz vorm Ende, hat sich der Platz doch noch bezahlt gemacht. Das ist ein schöner Spiegelkarpfen, kaum Schuppen, nur ganz oben eine Reihe. Also sehr schöner Fisch und hat zum Glück die Taktik doch noch funktioniert zum Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns im nächsten Video.